Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Dampur. Nein, nicht Dampur. Silent Hill Memories. Ja. Wir spielen jetzt zu zweit. Ja, ich hoffe, ich bin frei. Das hatten wir schon gehabt. Ja! Ich hole mal wieder in die Steuerung. Du musst doch erst auf den Sender finden, oder nicht? Mhm, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gehabt. Mann! Harry! Ach, tu dir, was er will. So. Just call 555-881 and for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Ach, da steht's was. Keep listening. Al Camilla. 5888. Ach, weißt du, warum das nicht geht? Du musst noch das Lied, musst noch die letzte Zahl mit dem Lied wählen, was du haben willst. Aber es geht doch erst, wenn ich angerufen habe. Nein, da steht doch. Da stand doch, was du wählen kannst. 1, 2, 3 und so weiter. Ja. Ach so, mit dem, ja. Als letzte Ziffer muss ich dann... Richtig. Das war das, was du die ganze Zeit falsch gemacht hast. Was machen wir denn? Weiß ich nicht, das ist glaube ich eine trockene Hase. Das ist glaube ich eine Tonaufnahme, was du brauchst. So? Das glaube ich nicht. Guck mal. Das ist ja die, ist ja Rätsel. Dann musst du testen, welches Lied. Warte, gucken wir nochmal. Du kannst doch nur 1, 2, 3 und so weiter. Hallo, du sollst es dir angucken, Harry. Wenn du die ganze Zeit drauf bist, dann finde ich es erstmal nicht. Geh bis 10, also kannst du alles mögliche testen. Und für die final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Keep listening. Von der 2, sagte er. Das ist die 2. Mal. Geh nochmal zum Radio, da kommen ja Untertitel. Oder so kommt Untertitel. Doch, eigentlich schon. Dann wähl mal die Nummer und dann 2. Och Mann, Harry! Du holst mich jetzt schon wieder auf. Ach doch, 1, 2. Just call 555-881 and for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. Keep listening. Al Camilla, healing through music. Al Camilla Radio. You're listening to Al Camilla Radio. It's kind of quiet tonight. If you want to hear a tune, just call 555 as requested. Here's a popular tune. What did she say? What is it? Camilla Radio. You're listening to Al Camilla Radio. Oh, das war richtig, nicht richtig. Das war das falsche Lied. Dann du musst das nicht ständig gucken. Wähl einfach eins, immer eins, was das in allem stimmt, das was man... Daddys Mädchen was, glaube ich. Also 4. Jetzt hier dann mal was tut. Das Lied muss erst laufen. Hallo, Fernbedienung, danke. Du bist doof zum Dings. Ja, wo soll ich mich denn hinsetzen? Auf deinen Stuhl oder so, so wie immer. Da hat das letzte Mal auch nicht geklappt, da hing es auch. Ja, weil du ja nicht ganz parallel dann zu ihm sitzt.
made okay. Thank God. He's spoiling her rotten, you know. She's gonna get fat, sitting in bed all day eating chocolates. He's trying to make me feel bad. Jedes Mal. Das passiert mir auch ständig. Aber siehst du, geht doch. Bis gleich geht die Jagd weiter. Nein. Oder dann nicht. Jetzt kommt erst Lisa. Stimmt. Hi. Are you okay? Oh Gott. You're not from the hospital. No. I had an accident. That yours? No. Yes. I'm not making any sense, am I? It's okay. Let's get you inside. You need help. I want to go home. I have medicine and gauze there. I'm a nurse. It's a few blocks north. I just need to rest. Well, I'm headed that way. Can you walk? Yeah, I'm feeling better. Don't worry. Head wounds always bleed a lot. Lots of blood vessels close to the surface. It's nothing serious. I can clean up back in my place. Lisa. Lisa. I'm Harry. Harry Houdini. Sorry. I'm always saying goofy things that come into my head. Hallo, Harry. My apartment isn't far. We've got the wind behind us. Freezing wind. You cold? No. I'm too tired to feel it. You know, the average ER nurse gets less than 5 hours sleep a night? I read that in a newsletter. Ronald Reagan ran the country on 5 hours of sleep a night. I saw that on TV. Yeah, but he got to sit down a lot. A nurse is on her feet all day and night. I don't need a man in my life. I need a really good podiatrist. What is it you do, Harry? Well, I'm not a podiatrist. Figures. I'm a writer. Wow. I didn't know Silent Hill had a famous writer. Der nächste Schriftsteller. It's totally famous. Have you heard of any of your books? My mom reads a lot. Bet she's read one. Maybe. I wrote a romance series called Longing for the Moon. That was popular with moms. Romance? My agent tells me I have great insight into the female imagination. You could put me in one of your books. Life and death drama in the ER. One girl's search for love. The nurse falls for the dashing doctor? There are no dashing doctors. They're all alcoholics and perspire too much. I always fall for the guys who look like my dad, and then regret it the next day. Cute. If you were a real writer, you'd be taking notes. Don't you all carry notebooks to write everything down? Not me. I've got a photographic memory. Aha. Dachte ich auch gerade. Das hat auch bei mir noch nie gesagt. Not far now. You still feeling okay? Yeah. Fine. Ich glaube, je nach... So tell me about your daughter. Cheryl? She's, Hat's nie erwähnt. She's young, bright, happy. Likes collecting stuff, you know, bits and pieces, bugs. She loves bugs. Bugs? Like dirty, creepy bugs? No, butterflies, but pretty bugs. She has a collection. Dead ones? Yeah. Still creepy. Tote. Really? You seem to see the creepy. Sie ist nicht Ayako. Is that a nurse thing or just you? Nee, die Käfer sammelt. A nurse thing. We have a unique outlook on life. Ist nur ein anderes Psycho-Kind. Ja. We still got that. Und Ayako hat auch eine tote, zerquetschte Kiefer gesammelt. Ich weiß. War trotzdem, sag ich. Sie ist nicht wie Ayako. Warum wirst du langsamer? Geht die ganze Zeit, dass du sie einholst. Ist die ganze Zeit so. Here we are. Yay! My apartment is just around the corner. Used to belong to the super. It's a lot bigger than the others, but I only pay standard rent. The landlord has a thing for nurses. Okay. Jetzt weiß ich, grab a seat. I'm just gonna get out of these things. I oughta. You're not running off yet. Warm up before you head back out there. I haven't thanked you yet.
Mir hat sie noch nie solche Augen gesehen. Sit. Sit. Ihr seht aus, als wäre sie frisch verprügelt worden. Sie hat geheult, ich weiß. Das hat sie auch bei mir noch nie getan. Geheult. Bei mir schon. Du kannst Fernsehen, wenn du willst. You know, last time I had a guy in my apartment, it was summer. Schönes Fernsehen. During the heat wave. Now it's winter. Freaky early, but still. Time flies. Schön. Das ist eine Modezeitschrift, nicht sowas, was du dachtest. Okay, ja, ich dachte auch so bei einem Mädchenhaushalt. Geht doch trotzdem. Er guckt. Hallo. Also trägt das Gleiche wie immer. You know, you're a nice guy, Harry. Thanks. I feel safe around you. You okay? Headache. Be a hero. Fetch me some pills from the bathroom. Check the cabinet. Get me some yellow ones. Sure. Die gelben? Okay. Bist du dir sicher, dass es die gelben sein sollen? Okay, aber bevor wir die Pillen holen, sagen wir gerade dann auf Wiedersehen. Tschüss. Bevor wir Apotheker spielen. Bye bye und auf Wiedersehen.